Freunde, und willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, wir haben vom 26. bis zum 31. Oktober das Halloween Event. Das heißt, es werden bestimmte Maps nur im Dunkeln spielbar sein bis zu dem Zeitraum. Und was ein bisschen traurig ist, zu dem Zeitraum kommt ja auch General Grievous, den erwarten wir schon nächste Woche Dienstag am 30. Und ja, gleichzeitig dazu gibt es auch Doppel-DP. Und ich habe auch noch ein paar News zu General Grievous. Natürlich hat er auch 4 Attacken, wie jeder andere Held auch. Und zwar, das ist einmal die Attacke, wo er mit allen 4 Lichtschwertern einsticht auf Obi-Wan. Man kennt das von Star Wars The Clone Wars. Und dann hat er noch die Attacke, wo er mit 2 Lichtschwertern angreift und 2 auf Boden schleifen lässt, damit rotiert und somit auch gleichzeitig blockt. Man kennt es aus Star Wars Episode 3. Ja, dazu wird dann noch, gibt es noch News, der Rookie, der wird noch genervt. Also der Wookie wird genervt, das finde ich eigentlich ganz geil, weil der war meiner Meinung nach auch viel zu überpowered. Viel zu überpowered. Die Kosten von General Grievous werden 35.000 Coins sein. Dazu kommt dann noch gleich ein kaufbarer Skin. Und zwar, wo er in der Schlacht verwundet ist, also der Schlacht verwundet Skin, finde ich auch noch ganz nice. Und ja, es erwartet uns dann halt noch mehr Content 2019 auch noch. So wie Druidikas, Crit Bane, also es erwartet uns noch ziemlich viel. Und ich bin schon ganz schön gehypt drauf, auf jeden Fall. Und ja, am 30. kommen dann gleich noch die Heal-Karten für die ganzen Helden mit raus. Blende ich euch auch noch was ein. Ich habe viele Informationen, richtig viele Informationen für euch. Wird auf jeden Fall richtig nice sein. Und zwar auch die Gesundheit von General Grievous wird 800 sein. Ist jetzt zwar nicht so viel wie Darth Vader, aber immerhin noch, dass er als Tank fungieren kann. Jo. Ja, das war ja jetzt eine tolle Runde. Na gut, wir haben 56.000 Credits, geil. Ja, auf jeden Fall richtig Hammer. Und dann blende ich euch noch den Community-Kalender an. Die Events, die uns noch im November erwarten werden, wo dann auch am 28. November Obi-Wan kommen wird und sowohl General Grievous, der jetzt am 30. kommt, also der jetzt am 30. kommt, wird original Voices haben, also auf Film halt auf Englisch, für die das auf Englisch spielen, also ich spiele es auf Deutsch. Aber auf jeden Fall auch richtig nice. So wie auch Obi-Wan, der wird auch original Voice Lines enthalten. Was ich euch dementsprechend auch noch einblenden werde. Oh, und so viel habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar News auf dem Rechner. Die werde ich euch dann alle mit ins Video reinarbeiten. Damit ihr dann auf jeden Fall informiert seid. Ja, und jetzt hat man. Auch das Spawn-System wird auch überarbeitet. Das heißt, der Partner-Spawn. Das heißt, du kannst ja nicht bei einer bestimmten Gruppe spawnen. Halt, doch, kannst du schon, nur der Spawn-Partner, bei dem du vorher warst, der gestorben ist, der kann dann bei dir wieder spawnen und du erhältst dafür 100 Points, also 100 Kampfpunkte, was ich äußerst nice finde.
Und bei den Helden wird das weiterhin so sein, dass die halt nur spawnen können, dass die halt nur Standard spawnen können. Weil das ist ja sonst recht unfair, wenn dann auf einmal vor dir einer spawnt, so ein Held und boxt dich dann weg und du bist dann äußerst chancenlos, ist auch kacke. Und ich kacke hier gerade voll rein, wie ich merke, boah, ich hab Spiel schon lange nicht mehr gezockt. Wird jetzt auf jeden Fall mal wieder Zeit dafür. Erstmal wieder reinkommen. Ich find's geil, was die bisher aus Star Wars gemacht haben. Richtig Hammer. Nein, verflixt. Seht ihr? Sowas zum Beispiel nur als Heldensituation, das wäre richtig mies. Und ja, wie gesagt, fast jede Map im Dunkeln, halt so Mos Eisley, Kashyyyk, Naboo, die sind dann halt bis zum 31. Oktober nur im Dunkeln spielbar. Ihr habt ja am Anfang des Videos, habt ihr ja die Info gesehen vom Spiel. Und ja, sind wir mal gespannt. Ich würde schon sagen, hätte ich den nicht gekriegt, ne? Jawohl, den haben wir auch. Sehr nice. Läuft doch. Verdammt, ich muss hier raus. Verdammt. Zu den Greedeskins, da werde ich euch halt noch Bilder einblenden. Verdammt! Da habe ich auch noch ein Bild und dann noch ein Bild von dem Skin. Und zu den Community Transmissions. Da ist es dann halt noch so, dass wir, also zu dem Community-Kalender, da haben wir dann einmal zum ersten das Event, wo dann die Spawnzeit reduziert ist, also dann auf Null gestellt ist, dass du halt sofort wieder spawnen kannst. Und ich glaube sogar noch einmal das Helden-Event. Richtig Hammer. Nebenbei bearbeite ich dann noch ein BO4 Video, wo ich euch dann noch ein Klassen-Setup von der Hades zeige, also wie ich die spiele. Und dann noch mit Agenten-Mode. Oh, ich hab's satt, immer ganz hinten zu spawnen. Wir gehen hier mal lang, die sind hier lang gehuscht. Der haut einfach ab. Boah, das ist Luke, glaube ich. Ja, das war Luke. Ja, so 2019 mit die Zeit kommt ja dann noch Anakin Skywalker, den ihr ja dann alle auch als Darth Vader kennt oder noch als den kleinen Jungen aus Episode 1 mit dem Podracer, der auch ja,
C3PO gebaut hat. Ist auch nice. Dazu kommt dann noch die 501. Wird auch nice werden. Also richtig viel Content, wo einige halt dachten, ja, mit dem Spiel ist jetzt vorbei. Hat am Anfang so einen schlechten Hate erhalten, ja. Die bauen das Spiel richtig wieder auf und ich finde es gut, was sie bisher aus dem Spiel gemacht haben. Und wenn welche jetzt halt immer noch haten, ich kann es halt nicht ganz verstehen und ich werde es auch nicht, und ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil Pay to Win ist das Spiel schon lange nicht mehr. Also können wir 2019 noch Droidikas erwarten, Kurt Bane und ja, ey, komm, wir nehmen mal Lando. Bevor wir gar keinen Helden mehr abkriegen. Eine kleine leise Diskussion mit meinem Sohn. Der meinte, er kann nicht schlafen, aber er soll ins Bett. Ja, Runde schon vorbei, schade. Lando habe ich jetzt nicht viel reißen können, weil mein Sohn mir dazwischen gefunden hat. Dann hängen wir halt noch mal eine Runde hinten dran. Da seht ihr jetzt auch Bonus, doppelte EP. Richtig nice. Hier fehlt ja nicht mehr viel, ey. Very nice. Was ich auch nicht verstehe, dass viele so das Spiel sucht, ja, ich will unbedingt Erster werden und dies und das ist dann so bei jedem Spiel und die Karriere muss so und so und so sein. Finde ich scheiße, ich spiele Spiel halt, weil es mir Spaß macht. Dabei bleibe ich auch. Ist mir egal, welcher Platz, ob ich Letzter bin, ob ich im Mittelfeld bin oder ob ich Erster bin, ganz egal. So wie es kommt halt und gut ist, ne? Start als Spezialist, ja, und wo geht's hin? Sehr schön Rückrunde. Diesmal auf Seiten des Imperiums. Dann hauen wir mal rein da. Dass wir hier den Spezialisten nochmal irgendwie nochmal auf 70 kriegen. Ach, verdammt. Die campen sich da wieder zu. Muss mir bei Gelegenheit auch mal einen neuen Controller besorgen. Als ob, du blöder Hund, du. So ein mieser Wichser.
verkämmt er sich hinter der Tür, kriecht um die Ecke, wartet, bis seine Gesundheit wieder voll ist, kommt zurück und verpasst mir einen Snipe oder was? Dämliches Sackgesicht. Ernsthaft? Bis ich mal wieder mit dem Offizier spiele und dann heulen sie wieder alle rum. Wir haben nur gerade ein Schweineglück, dass ich noch meinen Offizier auf 70 bringen muss. Oder will. Sonst wären sie schon platt gewesen. Aber ganz ehrlich, ich hätte viel lieber auf Naboo gespielt als Starbase. Boah, bin ich blöd, Alter. Was? Ach, hä? Ja, klar, der kann durch Wände werfen, seine scheiß Granate oder was? Blöden Wichser, Alter. Schon wieder dieser Hurensohn. Mann, Alter. Ständig kämpft die Fotze da rum, ey. Das geht mir auf den Sack. Macht doch gar keinen Spaß mehr, so ein Shit. Sind halt dementsprechend bei mir so, warum ich dann einige Spiele nicht mehr eine Weile nicht mehr zocke, dass mir halt dermaßen auf die Eier geht, dass die überall am Campen sind. Hey, gibt's denn keine vernünftigen Player mehr? Hört mal gern wissen, was ihr davon haltet. Schreibt so einfach in die Kommentare. Als ob. Energieverlust bei der Aufwache. Eine Aktion der Rebellen. Abschaltung, Umkehr. Spiel gleich Offizier, ist mir scheißegal. Sie sind in der Nähe. Meine Sibeli ist viel zu hoch vom Controller-Pad. Okay, komm, Offizier. Ja, klar. Was ein hässlicher Bob, Alter. Lappen.
Ja, oh, ich Idiot. Voll verpeilt, dass doch da die Unterführung ist. Ja, ist klar. Ja, nicht nur der Wookie wird genervt, sondern auch der Death Trooper. Auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja, ja, du Wichser, holst mich von hinten oder schießt wieder durch Wände. Ich hasse sowas, Leute, ehrlich. Wie sollen da das Spiel Fun machen, wenn dann dauernd nur von hinten geholt wird? Ey, die Kacklöffel sterben hier alle zu schnell weg, Mann. Jawoll, fett mitgenommen den Hund. Verdammt, lass mich doch spawnen, Alter. Sehr schön, den haben wir auch. Verflixter Hund, ey. Wie er da rumcampt da oben. Mann, Alter, komm. Gib mir den Imp. Ja, ihr verfickten Penner, Mann. Miese Schwanzlutscher. Sorry für den Ausdruck, ist aber so. Ich hasse sowas wie die Pest. Granate bereit. Da gehst du schon ganz außen lang und da holt sich so ein fucking Noob, Alter. Sehr schön. Links noch zwei mitgenommen. Mieser Pisser. Feiert sich bestimmt der Löffel. Toll, Alter, wieder am Arsch der Welt spawnen, ey. Manche Situationen ist das Spawn-System echt für den Arsch. Ja, wenigstens Kill-Assist noch abgeräumt.
dauert mir echt Ewigkeiten hier mit dem Spawn-System. Ja, wenigstens ein Sieg. Boah, im Mittelfeld kann ich ganz gut mitleben. Wie viel was? 6, 7, gut. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über euer Support freuen, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt, mich kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert, um kein Content mehr zu verpassen. Wir sehen uns. Haut rein.